Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Plugin Programmierung. Und ja, es ist jetzt schon ein bisschen her, aber wir haben in den letzten Folgen einen Kompass erzeugt beim Joinen. Wir haben eine Nachricht bekommen und hier unten haben wir eine Nachricht bekommen, wenn wir joinen. Das Ganze werden wir jetzt erweitern, dass unser Kompass auch funktioniert und wir da unser Navigationsmenü sehen können. Viel Spaß! So, hier haben wir letztes Mal aufgehört und ich würde sagen, hier passen wir jetzt noch ein bisschen was an, weil jetzt haben wir gerade nur den Kompass. Da stört es mich ein bisschen, dass wir da gerade nur, dass der ein bisschen nach links versetzt ist. Und deswegen werden wir ihn hier einfach mal um eins nach rechts versetzen, sodass er dann gleich in der Mitte angezeigt wird und das deutlich einfacher ist. So, und jetzt wollen wir, dass etwas passiert, wenn wir auf diesen Kompass klicken. Und das ist an sich ganz einfach. Dafür machen wir uns ein neues Inventar und fügen ein Klick-Event hinzu, sodass Minecraft darauf reagiert, wenn wir auf unseren Kompass klicken und wenn wir da drinnen dann etwas anklicken. So, und dafür machen wir uns jetzt hier bei Listener erstmal ein neues Package, wo wir das alles reinpacken, also New Package. Und das nennen wir jetzt einfach mal Inventory. Und hier drin erstellen wir uns jetzt eine neue Klasse. Navigator. So. In diesem Navigator. Ups, tut mir leid, jetzt habe ich gerade die geschweiften Klammern gelöscht. Die dürfen natürlich nicht fehlen, sonst ist es keine richtige Klasse. Hier brauchen wir jetzt zuallererst ein Inventar. Dafür machen wir hier ein Private Final Inventory von Org Bucket Inventory. Und das nennen wir jetzt einfach mal Navigator. Inventory. So, da gibt er uns jetzt erstmal einen Fehler. Und zwar, weil das Final ist, aber hier noch nicht initialisiert wurde. Das heißt, wir haben jetzt hier kein Ist gleich irgendwas gemacht. Das ist aber kein Problem. Das machen wir jetzt im Konstruktor. Das heißt, wir machen ein Public Navigator. So. Und hier werden wir uns jetzt unser neues Inventory erzeugen. Das heißt, wir machen this. Navigator Inventory ist gleich bucket.create Inventory. Das zeigt er uns hier direkt. Genau, und das schlägt er mir jetzt hier schon richtig vor. Der Inventory Holder, den setzen wir auf Null, den Owner hier. Da dieses Inventar jetzt keinem Spieler gehört, sondern einfach ein Inventar ist. Die Size setzen wir auf irgendeinen beliebigen Wert, der mit 9 multiplizierbar ist. Das heißt, wir setzen jetzt einfach mal 9 rein für eine Zeile. Wir könnten jetzt aber auch mehrere Zeilen machen. Das können wir ganz mal hier demonstrieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will meine Zeilen übergeben, dann gebe ich hier oben ein int rows und mache hier dann einfach rows mal 9. Und dann habe ich da meine rows, wenn er es mir machen würde, so wie ich will. Und nicht meine Klammern die ganze Zeit falsch setzen. So, und dann machen wir hier jetzt noch den Titel. Warum auch immer der jetzt den hier haben will, da soll der Titel rein. Und das nennen wir jetzt. Können wir auch mit Paragraphzeichen arbeiten für Farbcodes. Paragraph 5 Navigator. An einen Paragraph 8 für einen dunkelgrau machen wir einen Seitenstrich. Paragraph 7. Wähle deinen Server. So. Dementsprechend wird das Inventar, wenn es aufgeht, wähle deinen Server heißen. So, jetzt wollen wir natürlich, dass auch dieses Inventar aufgeht, wenn wir da auf unseren Navigator hier klicken, weil derzeit passiert halt einfach gar nichts, wenn wir hier draufklicken. Wir können ihn noch verschieben. Und dafür machen wir uns jetzt ein Event, beziehungsweise einen Event-Listener. Hier oben, wir haben es in Join Quit Listener ja schon mal gemacht, machen wir jetzt Implements Listener, damit Bucket weiß, okay, hier sind Eventhändler, auf die es hören muss. Und da machen wir jetzt Add Eventhändler wieder und fangen an mit einer Private Void OnInteract. Und das Ganze ist ein Player Interact Event. Nennen wir einfach Event. Jetzt machen wir hier einmal eine Abfrage, ob dieses Item
Also ob er ein Item in der Hand hält. Denn ansonsten brauchen wir gar nicht erst weitermachen. Das heißt, wenn das nicht gleich null ist, beziehungsweise wir können es andersrum machen, dann ist es vielleicht schöner, wenn es null ist. Machen wir hier direkt einen Return. Dann if event.getItem.getType machen wir jetzt einfach mal. Ist gleich material.compass. Denn wir haben ja einen Kompass in der Hand. Nicht Komposter. Einen Kompass. So. Wenn es ein Kompass ist, dann soll er auf unser Inventar reagieren. Und da machen wir jetzt einfach event.getPlayer.openInventory. Und dann tut er uns hier schon vervollständigen NavigationInventory. Und da wir toll sind und uns an die Code-Guidelines halten, machen wir hier noch ein Dist davor. So, und das Ganze wollen wir jetzt auch noch canceln, dass da nicht irgendwie noch was passiert. Gut, beim Kompass ist es jetzt nicht so schlimm, da passiert normalerweise nichts, aber trotzdem könnte ich jetzt mit dem Kompass zum Beispiel hier Linksklick machen und dann irgendwas kaputt machen. Das wollen wir nicht, deswegen machen wir hier jetzt ein Event.setCancelledTrue. Das heißt, alle Interaktionen werden gecancelt. So, das Ganze probieren wir jetzt mal aus, das heißt, wir starten den Server einmal neu. So, und hier jetzt wieder in Minecraft angekommen, sehen wir schon, der Kompass ist bei uns im mittleren Slot. Und wenn wir da jetzt Rechtsklick drauf machen, passiert erstmal noch gar nichts. Denn wir haben etwas vergessen. Wir müssen das Ganze natürlich, den Listener, auch wieder in unserem Tutorial registrieren. Das heißt, wir gehen in Tutorial und machen da unter den Plugin Manager PluginManager.RegisterEvents New Navigator. Und hier müssen wir jetzt ganz wichtig 1 reinschreiben, denn wir haben da eine Variable übergeben, ein Parameter namens Rows, und da wird uns schon vorgeschlagen, dass wir was reinschreiben sollen, also machen wir 1 rein, ansonsten würde das nicht gehen. Und hinten machen wir wieder this für dieses Plugin. So, jetzt können wir den Server aber neu starten und austesten, ob es funktioniert. So, der Server ist neu gestartet, wir sind wieder drauf, wir machen einen Rechtsklick und wir sehen, bam, das Inventar geht auf. Allerdings ist es bis jetzt noch komplett leer und wir können alles möglich verschieben. Das wollen wir natürlich nicht und deswegen werden wir jetzt einen kleinen Trick anwenden. Wir werden jetzt gleich hier erstmal ein Item hinzufügen, damit wir uns das anschauen können und dann einen Item-Click bzw. ein Inventory-Click-Event handeln und das dann canceln, wenn es dieses Inventar ist. Und um uns die ganze Arbeit jetzt mit den ganzen Items zu ersparen, dass wir hier jetzt nicht unnötig viel definieren müssen, habe ich euch einmal unten einen Item-Builder verlinkt. Das Ganze ist eine Klasse, die nicht von mir geschrieben wurde, sondern von ich spreche es erst gar nicht aus, zusammen mit einem Kev575 und unser Dev DreamTex hatte auch noch ein bisschen was mit dran verändert und somit haben wir hier im Git bei uns jetzt eine Version davon liegen, die ihr euch frei runterladen könnt und benutzen könnt. Das Ganze macht ihr, indem ihr auf den Link in der Beschreibung geht, git.medium.net/snippet/2. Klickt ihr hier auf Download, bzw. herunterladen, kriegt ihr eine RAW.txt. Ja, mit einer RAW.txt können wir jetzt hier nicht viel anfangen. Deswegen machen wir hier einmal Rechtsklick, umbenennen, itembuilder.java. Wenn ihr hinten das .txt nicht gesehen habt, geht ihr hier oben auf Ansicht und macht Dateinamenerweiterung an. Dann seht ihr hinten das .java bzw. das .txt. So, das Ganze ziehen wir uns jetzt in unser IntelliJ einfach rein, und zwar in den Utils-Folder. Jetzt gibt es hier erstmal Fehler, denn wir haben eine nötige Dependency nicht, die wir brauchen, um auf das Game-Profile bzw. Ortlib von Mojin zuzugreifen.
Aber das ist kein Problem, denn wir benutzen IntelliJ. Deswegen können wir hier direkt Add Maven Dependency machen. Warten ein bisschen. Und dann sehen wir hier schon, es gibt zwei Orte, wo es etwas mit Game Profile gibt. Und zwar beides in dem Minecraft-Server R0.1 bzw. 1.16.1. Da klicken wir auf einmal drauf und ziehen uns dann jetzt hier den neuesten Snapshot. Dann müssen wir hier rechts oben noch einmal auf Load Maven Changes klicken. Und dann sollten gleich unsere Fehler verschwinden. Außer er kann es nicht runterladen, dann nehmen wir das andere Repo. Dafür gehen wir einfach in das POM. Und tauschen hier einmal das durch den 1.16 Snapshot aus. Denn da wissen wir, dass er existiert. Sollte das Ganze wider Willen bei euch nicht existieren, dann müsst ihr einmal die Build-Tools ausführen von Spigot. Dazu werde ich auch nochmal ein extra Video machen, falls ihr da Hilfe benötigt. Ganz einfach, müsst ihr vorher Maven installiert haben und dann die Build-Tools ausführen, dann ist es auf jeden Fall auch hier drin. Aber normalerweise sollte es auch standardmäßig das finden. So, jetzt sehen wir schon, Fehler behoben, wir können starten. Wir gehen wieder in unseren Navigator und gehen jetzt hier hinten dran und werden jetzt hier ein neues Item hinzufügen. Das heißt, wir machen this.NavigatorInventory.setItem. Machen wir auch wieder in die 4 für die Mitte. Und hier machen wir jetzt einen New Item Builder und übergeben das Material. Das heißt, wir nehmen jetzt zum Beispiel mal ein Material.Diamond Chestplate für eine Diamantrüstung. Beschwert er sich jetzt erstmal, dass es nicht geht. Das ist auch komplett korrekt, denn wir müssen am Ende eines Item-Builders immer .build machen. Hier, wenn wir dazwischen gehen, können wir einmal Enter drücken, um in die nächste Zeile zu kommen. Jetzt können wir alle unsere Argumente hier dazwischen schreiben. So, und das machen wir jetzt auch einfach. Und da fangen wir jetzt einfach an mit .displayName und schreiben hin, wie unser Item heißen soll. Zum Beispiel nennen wir unseren neuen Spielmodi jetzt hier Plate PvP. Dann werden wir eine Lore hinzufügen, das heißt, dass unter dem Namen noch etwas steht. Und zwar wollen wir das erst in die zweite Zeile machen, deswegen tun wir da einfach ein mit Komma getrennt mehrere Strings hin und beim zweiten, in der zweiten Zeile dementsprechend, schreiben wir jetzt und 7 ein lustiger Modi. So, jetzt wollen wir nicht, dass bei einer Diamantrüstung unten drunter, wenn wir das mal in die Hand nehmen. Dafür gehe ich einmal in Game Mode Creative. Wenn wir hier jetzt sowas nehmen, dann seht ihr da unten plus 8 Rüstung, plus 2 Rüstungshärte. Das wollen wir nicht. Dementsprechend machen wir hier einen Punkt Flag. Item Flag. Height Attributes. Genau. Und das ist eigentlich schon alles. Jetzt haben wir da unser Item. Und jetzt wollen wir noch, dass das sich nicht bewegen kann, also dass das keiner einfach rausnehmen kann und dass es etwas tut, wenn wir draufklicken. Im besten Fall später dann auf unseren Server leiten. Jetzt erstmal wollen wir einfach eine einfache Textausgabe machen. Dafür machen wir einen neuen Event-Händler. Add Event-Händler. Machen wir da private void onItemClick, nennen wir das Ganze. Und hier das Ganze ist ein Inventory-Click-Event. Das wir auch wieder Event nennen. So, jetzt überprüfen wir einmal, ob unser Inventar dasselbe ist wie das oben definierte. Und dafür gibt es einen sehr coolen Trick von Java. Und zwar gibt es da die Objects-Klasse. Das heißt, wir machen hier if objects.equals. Und da vergleichen wir jetzt event.getClickedInventory. Komma mit this.NavigatorInventory. Wenn die beide vom Inhalt her gleich sind, beziehungsweise die gleiche Instanz davon sind, dann bitte einmal weitermachen. Ansonsten einfach ignorieren. So, und jetzt wollen wir erstmal, dass wenn da jemand draufklickt auf dieses Inventar, dann soll da gar nichts mehr passieren. Das heißt, wir tun jetzt hier direkt erstmal event.setCancelled true machen. So, und jetzt wollen wir noch, dass wenn wir auf unser Item klicken, dass da was passiert. Das heißt, wir machen jetzt hier if event.getCurrentItem ist gleich null. So wie auch oben schon, machen wir einen return.
Soll ich das noch anpassen, dass das schön aussieht? So. Und if event.get current item.get type ist gleich material.diamond chestplate. Also wenn ihr auf unsere oben definierte Diamantrüstung klickt, dann bitte einmal event.getWhoClicked, also derjenige, der geklickt hat, .sendMessage. Und hier haben wir jetzt auch unseren Präfix, das heißt, wir machen jetzt tutorial.prefix, da ein Plus dazwischen und dann einfach viel Spaß in Plate PvP. So, das war's auch eigentlich schon. Jetzt tun wir einmal neu starten und prüfen, ob alles funktioniert. So, und da sind wir auch schon wieder in Minecraft. Jetzt klicken wir mal hier auf unseren Kompass drauf. Wir sehen, da ist ein Item, das heißt Plate PvP, ein lustiger Modi, und es hat unten drunter keine plus irgendwas Rüstung. Wenn wir da jetzt draufklicken, kommt direkt viel Spaß auf Plate PvP. Wenn wir daneben klicken oder so, dann passiert nichts hier unten. Das können wir noch verändern, das müssen wir im nächsten Video dann machen. Aber hier oben, das können wir nicht mehr rausnehmen, nicht mehr verändern. Dieses Inventar ist fix. Jo, ich würde sagen, das war's für dieses Video. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.